ihr Lieben, ich habe überlegt, wenn man mal eine spontane Knalleridee hat, wie kann man die am besten umsetzen? Und da habe ich mir gedacht, ey, was, Fernsehen ist doch perfekt dafür. Deswegen bin ich heute hier. Ich gehe mit einem Kollegen von mir ins Madame Tussauds und erschrecken, also wir beide erschrecken als unsere eigenen Wachsfiguren Menschen. In dem Falle habe ich Klaas angerufen. Klaas hat gesagt, ey, ich komme mit, hier ist Klaas. Klaas, du machst das mit, den Spaß, ne? Ich finde es ein Hammer. Ich finde es persönlich sehr lustig. Ja. 182 Jahre gibt es Madame Tussauds und ungefähr so alt ist die Idee auch. Also es hat wirklich Thomas Gottschalk schon 1947 gedreht. Also an dieser Stelle, wie man so schön im Fernsehen sagt, los geht's. Aber Ende von einem Fernsehwetter muss man immer sagen, so, jetzt geht's los. Und dann muss man so ansetzen zum Laufen, dann machen wir die Kamera eh nochmal aus. Achtung. So, jetzt geht's los. So. Ah, guck mal hier. Ja, sehr gut. Ja, guck mal. Ah, ja. Das ist, da siehst du schon, Matthias Schweighöfer. Ja. Ja. Du hast ja wirklich eine Figur hier, ne? Ich habe hier wirklich eine Figur. Ja, wie steht die denn? Die steht einfach also so. Ich bin hier so draufgestützt und es ist halt... Ja, kannst du... wichtig ist natürlich die toten Augen. Ne? Ja, das... Kannst du die toten Augen, kriegst du das hin? Die toten Augen, ich stelle mich, glaube ich, so daneben. So stelle ich mich hin. Warte, Achtung. Versuch du das mal bitte. Kannst du die toten Augen? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Wenn du das... Du musst nur aufhören, wenn die Spucke aus dem Mund läuft. Das warte mal, mein Platz wäre hier. Dein, ne? Platz ist da, ja. Ey, du musst dir eine Position halten, wo du nicht wackelst. Wie das aussieht. Fragen, ob man ein Foto machen kann, oder? Meine Güte, noch mal. Das wäre so lustig, wenn wir jetzt einfach bei dir vorbeigehen würden. So einfach ohne Blick. Ein Scheiß. Du sag mal, kannst du mal versuchen zu schlafen? Ja! Du bist ein richtiger Penner, was? Du bist ein richtiger Penner, Matthias, wirklich. Mal bitte auf Position gehen, Matthias. Ja, das ist eine gute Pose, die kannst du so halten. Das sieht sehr gut aus. Fantastisch. Nein, 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 mach weiter, es war gut, es war gut. Fuck, fuck, okay, okay, komm, komm, komm. Nein, da kommen noch wieder ein paar, das höre ich doch. Bist du erschrocken? Oh Gott! Bist du erschrocken? Jetzt sitzt du da wie nochmal, ne? Also so ein bisschen Anspannung musst du schon, ne? Sollen wir dir noch eine Decke über den Schoß legen? Einen dampfenden Kaffee in die Hand. Okay, das, du machst. Oh, 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 oh. Pass auf, die Rollatoren-Gang da, ne? Da haben wir schnell mal ein paar Tote hier, ne? Das muss nicht sein, ne? Wer ist denn Glaswolf? Wer ist denn Glaswolf? Ach, du sitzt neben meinem Schild. Entschuldigung. Ich muss dir kurz husten. Oh, wie geil. Hör mal auf, wenn du das sagst. Das ist... Wie
Ich hasse dich, Alter. Oh, wie geil, Matthias Schweighöfer. Bist du bescheuert, ey. Aber Matthias, ich komm mal zu dir, ne?